Während ich hier ganz bieder im Tretboot unterwegs bin auf einem Fluss, Sie können es vielleicht im Hintergrund erahnen, wo ich mich gerade befinde. Es ist die Moldau, auf der ich gerade schipper, und zwar in Prag. Also Sie sehen es, hinter mir wird es historisch. Es ist eine wunderschöne Altstadt, da kann man überhaupt nichts sagen. Eigentlich egal, wo man hinguckt, es ist eigentlich ein Traum. Besser kann es gar nicht sein. Ich bewege mich mal hier ein bisschen auf dem Wasser. Wenn ich ins Schnaufen komme, dann liegt das daran, dass ich nebenher ein bisschen gegen die Strömung antreten muss. Denn hier geht es dem Wasserfall hinunter. So hoch ist es nicht, aber trotzdem so, dass man da nicht unbedingt hin sollte. Wasserfall, das war durchaus ein Stichwort für letzte Woche und historisch sowieso, denn historisch war das, was die Märkte letzte Woche geleistet haben, sicherlich nicht. Letztlich, wenn man auf den DAX guckt, es ging eigentlich nur hoch und runter, außer Spesen nichts gewesen, könnte man sagen. Also so richtig Schwung im Markt, das sieht anders aus. Also das hatten wir da keinesfalls. Es war eher eine langweilige Kiste und trotzdem könnte die letzte Woche, naja, ich sag mal, ein bisschen richtungsweisend sein für das, was jetzt kommt. Denn ich hatte es mehrmals schon erwähnt, zum Beispiel im amerikanischen Markt, beim S&P 500, noch besser beim Dow Jones. Wir hatten eine sehr, sehr korrektive Abwärtsbewegung. Sie erinnern sich, im Trade des Tages hatte ich irgendwann mal auf einen Einstieg nach einem Bruch nach oben gehofft. Der ist bislang ausgeblieben. Allerdings, wir haben ja die Position oder den Trade dann wieder rausgenommen, weil der Markt sich einfach zu sehr nach unten entfernt hat. Nichtsdestotrotz, es bleibt eine eher korrektive Abwärtsbewegung. Und das, was der Freitag im Zuge der Arbeitsmarktzahlen aus Amerika gebracht hat, das könnte nun allemal beste Chancen geben, dass das jetzt der Drehpunkt war. Also insofern könnte die letzte Woche doch noch einen gewissen historischen Anteil haben, vielleicht nicht ganz so lang anhalten wie das, was wir hier im Hintergrund sehen, die Karlsbrücke beispielsweise, aber nichtsdestotrotz mit besten Chancen, dass wir daraufhin jetzt hier die nächste Zeit erstmal wieder einen Anstieg haben. Das Ganze ist witzigerweise auch beim Nikkei so, auch dort hatten wir möglicherweise ein Fünfweller bislang, also in der vierten Welle bis jetzt, fünfte Welle gerade angefangen. Wir haben keine Überlappung. Das sieht sogar in dem Fall so aus. Auch der DAX hat ja eigentlich einen ganz schönen Verlauf, was das angeht, und Amerika erst recht. Also achten Sie mal darauf. Vielleicht hat sich am Ende der letzten Woche, nachdem es eigentlich, wenn man so auf die Punkte mal guckt, nicht so der große Bringer war, es mehr zur Seite ging, zwischenzeitlich mal hoch und runter, aber mehr zur Seite im Endeffekt, dann doch noch vielleicht den Wechsel im Chartverlauf eben mit sich bringen. Das Interessante ist, das ist nicht nur bei den Indizes so. Wir hatten letzte Woche ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Gucken Sie mal WTI und Brent an. Das sind zwei tolle Titel, bei denen man sehen konnte, dass wir die ganze Zeit Schübe nach unten hatten und wackelig nach oben. Wir haben mehrmals drüber schon gesprochen. Jetzt endlich haben wir mal die Aufwärtsbewegung ziemlich schubweise, also ziemlich deutlich mal nach oben, aber die rückwärtigen nach unten, die sind wackelig, die sind eher, naja, korrektiv. Ich kann es nicht richtig zählen, ich kann da irgendeine Zählung finden, die auch wahrscheinlich Elliott-Wellen-konform ist, aber das springt nicht ins Auge, das macht nicht so viel Sinn, das jetzt hier breit zu treten. Aber wenn Sie eine Bewegung wie diese sehen, die auf einmal, anders als die Wochen zuvor, gucken Sie sich es genau an, 15-Minuten-Chart beispielsweise, Sie werden sofort sehen, was ich meine, und Sie werden Ihre Freude haben. Wenn Sie so eine Bewegung sehen, Schub nach oben, wackelig nach unten, nachdem es vorher die ganze Zeit anders war, dann haben Sie eine Idee, dass der Markt seine Richtung gedreht hat. Also nutzen Sie das mal, gucken Sie damit drauf. Ansonsten, Gold kann man noch erwähnen, da sind wir im Plus ausgestoppt worden. Also das war jetzt nicht ganz so prickelnd, was wir da gesehen haben in den letzten Tagen. Immerhin ist es positiv rausgegangen, aber wie gesagt, der Riesenrenner war es nicht. Wir werden gucken müssen, wie wir damit umgehen. Vielleicht finden wir nochmal wieder einen Einstieg. Aber die Reaktion am Freitag war einfach so stark. Insofern war es clever, den Stop nachzuziehen. Damit sind wir aus dem Schneider gewesen, was das angeht. Letztlich noch Euro gegen US-Dollar kann ich nochmal erwähnen. Auch darüber hatten wir ja mehrmals schon gesprochen. Es hat sich tatsächlich, bis jetzt zumindest mal bewahrheitet, dass dieses Zwischenhoch, was wir aufgrund der Symmetrie erahnt haben, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass das tatsächlich als ein möglicher Wendepunkt eben gilt. Wir haben danach nur noch Schübe nach unten gesehen, also insofern auch eigentlich beste Voraussetzungen. So, ansonsten gibt es für heute eigentlich nicht viel zu sagen. Terminlich ist montags ja immer relativ flau, also da müssen wir nicht wirklich viel erwarten, dass da was passiert. Schauen wir mal, was die Märkte uns heute
bieten. Ich denke mal, die Richtungsweisung, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, die könnte sich auch die nächsten Tage fortsetzen. Achten wir mal darauf, ob sich das tatsächlich bestätigt, dass im jeweiligen Markt die Schubrichtung in die Richtung geht, wo der Markt eigentlich hin soll und die Korrektiven uns die Einstiege letztlich ermöglichen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass die Trade des Tages, ich werde die Performance, die wir da gemacht haben, in den letzten Wochen wieder updaten lassen. Das machen wir immer einmal die Woche. Also ich gehe davon aus, dass wir das heute im Laufe des Tages hochladen, auch wenn die letzte Woche jetzt nicht berauschend war. Aber es kann nicht immer nur nach oben schießen. Zwischendurch gibt es eben auch mal eine, ich sag mal, mehr oder weniger seitwärts gerichtete Bewegung. Also, warten wir es ab. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Handelstag heute. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin Ihnen alles Gute.